heute melde ich mich mal zurück. Und zwar mit meinen 5 Tipps, um gegen diese Kälte anzukommen. Es war auch leider viel zu kalt, um irgendwas im Stall zu drehen. Deswegen treffen wir uns heute einfach in meinem Wohnzimmer und ich erzähle euch, wie ich am besten durch den Winter komme. Punkt 1 ist Tee trinken und vor allen Dingen auch Tee mit zum Stall nehmen. Ich habe jetzt, wo ich meinen neuen Spind habe, immer irgendwie eine Tasse im Schrank und Teebeutel. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt, kann ich mir einfach einen neuen Tee kochen und mich von innen wärmen. Wasserkocher hatten wir eh am Stall. Ich glaube, das haben fast alle Ställe mittlerweile. Ja, es ist echt praktisch. Punkt Nummer 2 ist der gute und allseits bekannte Zwiebellook. Also, wenn es hart auf hart kommt, habe ich tatsächlich ein T-Shirt an. So eine Fleecejacke, hier, ne, sowas wie die Weste hier. Dann habe ich meine Softshelljacke drüber, eine Weste und darüber dann die Winterjacke. Und mir ist obenrum auf jeden Fall nicht mehr kalt, außer meine Hände werden kalt. Da kommen wir auch direkt zum dritten Punkt. Und zwar Handschuhe, Mützen oder Stirnbänder und warme Schuhe. Es gibt nichts Schlimmeres als kalte, nasse Füße, weil ich finde, da kühlt man einfach dann im ganzen Körper aus. Und das ist richtig, richtig unangenehm. Punkt Nummer 4 ist, eine Skihose anzuziehen. Jetzt hatten wir ja obenrum schon den Zwiebellook mit meinen 1000 Schichten. Und untenrum, ja, muss ich auch zugeben, trage ich momentan immer nur eine Reithose. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Strumpfhosen, da fehlte mir gerade das Wort. Ich bin gar kein Fan von Strumpfhosen unter der Hose, weil ich finde, das ist beim Reiten einfach unangenehm und das schränkt mich in meiner Bewegung irgendwie ein und deswegen, ja, wäre ich für eine Skihose oben drüber und die kann man dann nämlich ausziehen, wenn man aufs Pferd steigt und wieder anziehen, wenn man abgestiegen ist. Das machen bei mir am Stall wirklich viel so und es ist ja auch wirklich warm. Wer schon mal Ski gefahren ist, weiß, wie warm diese Skihosen sind. Vor allen Dingen sind die auch wieder wasserdicht, winddicht. Genau, also eigentlich perfekt sozusagen. Und der letzte Tipp von mir ist einfach, dass man ganz konsequent sein Programm durchzieht und nicht so wie ich erstmal 1,5 Stunden quatscht, dann vollkommen durchgefroren ist und dann noch aufs Pferd muss. Also das funktioniert nicht. Ich muss echt sagen, wenn ich ans Stall komme im Winter und sofort anfange, dann klappt das auch alles. Aber wenn ich dann erst laber und rumstehe und nichts tue, dann wird es nichts. Dann fange ich auch nicht mehr an. Dann hänge ich ihn noch an die Longe, lasse ich ein bisschen joggen, aber ans richtig Reiten und Arbeiten komme ich nicht mehr, weil ich einfach viel zu kalt bin. Ja, jetzt war gerade mein Akku leer. Ich habe das Gefühl, jetzt ist das Bild irgendwie ein bisschen komisch von den Farben her. Aber macht auch gar nichts. Ich habe euch alle meine Tipps mit auf den Weg gegeben. Und ich hoffe, dass ihr gut durch den Winter kommt. Ich werde auf jeden Fall, also ich halte mich eher an alle Tipps, bis auf an die Skihose halt. Und das werde ich auf jeden Fall noch ändern, weil der Winter wird ja irgendwie sehr kalt, habe ich das Gefühl. Das letzte Mal hat es vor Jahrhunderten bei uns geschneit im Dezember, würde ich spontan behaupten. Vielleicht nicht Jahrhunderte, aber schon, es ist schon länger her auf jeden Fall. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder Lust hättet auf ein 10 Arten Fondue-Video mit den ganzen Stallmädels. Dann würde ich die nämlich auch nochmal anhauen, dass wir nochmal was Schönes für euch drehen. Bis zum nächsten Mal.